Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Fair & Gens Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir uns ein bisschen von den Gegebenheiten, die wir am Fußteil vorfinden, trennen und uns mit der exakten Positionierung der Dorsal- und Plantaranschläge und dem daraus resultierenden Sprunggelenkswinkel befassen. Aus dem richtig gewählten Sprunggelenkswinkel resultiert natürlich eine Tibia-Vorneigung. Wenn wir eine Orthese idealerweise mit einer physiologisch anmutenden Tibia-Vorneigung bauen, gehört auch ein physiologischer Kniewinkel dazu. Physiologisch klingt erstmal gut, wie wir das aber genau definieren und warum das aus funktioneller Sicht von so großer Bedeutung ist, das erfahrt ihr im weiteren Verlauf des Videos. Zunächst sollten wir einmal besprechen, was dieser Unterschenkelbodenwinkel eigentlich genau ist. Es ist der Winkel des Unterschenkels zum Boden, beschreibt also nur indirekt den Sprunggelenkswinkel. Die Tibia-Vorneigung, sprich der Unterschenkelbodenwinkel, wird in der Fachliteratur mit 5 bis 7 Grad beschrieben. Eine dazu passende physiologische Kniebeugung beträgt in diesem Zusammenhang ca. 5 Grad. Aus diesem Grund werden alle unsere Kniegelenke werkseitig mit einem Extensionsanschlag von 5 Grad ausgeliefert. Bleibt also die Frage zu klären, warum diese 5 Grad Kniebeugung für uns so erstrebenswert erscheinen. Wenn wir uns die Gangphasen im Einzelnen beschrieben nach Perry einmal anschauen, sehen wir, dass in der Mid-Stance eine Kniebeugung von 5 Grad als physiologisch erachtet wird. Die Mid-Stance ist für uns deswegen so entscheidend, weil in dieser Gangphase der Patient zu 100% die Orthese belastet. Er ist also zu 100% auf die biomechanische Wirksamkeit der Orthese angewiesen. Aus diesem Grunde macht es Sinn, sich einem physiologischen Kniewinkel bestmöglich anzunähern. Fällt der Kniewinkel größer aus als 5 Grad, wirkt ein andauerndes flektierendes Moment auf der Knieebene und fällt er geringer aus, wird das Einleiten der Schwungphase erschwert. Nun haben wir also eine Zahl im Kopf und wissen, welchen Unterschenkelbodenwinkel es anzustreben gilt. Welche Möglichkeiten haben wir, diesen Unterschenkelbodenwinkel auszumessen? Die meisten von euch kennen sicherlich ein solches Goniometer, mit dem man sehr einfach, aber zugegebenermaßen auch relativ ungenau einen Gelenkwinkel ausmessen kann. Wenn wir jetzt also versuchen, den Unterschenkelbodenwinkel auf die anzustrebenden 5 bis 7 Grad einzurichten, seht ihr schon, dass Sprunggelenkswinkel und Kniewinkel untrennbar miteinander verbunden sind. Das bedeutet, wenn ich den Sprunggelenkswinkel ändere, ändert sich automatisch auch der Kniewinkel. Und spätestens dann wird die Sache kompliziert und deshalb hat es sich bewährt, den Aufbau anhand eines Lotaufbaus zu beschreiben. Und dieser Lotaufbau beschreibt sich wie folgt. Wir markieren uns das hintere Drittel der vorderen Hälfte der Unterstützungsfläche. Wir markieren uns die Mitte des AP-Maßes auf der Knieebene. Wir markieren uns die Position des Trochanter Majors auf der Hüftebene und natürlich das Körperzentrum. Wenn das Körperzentrum, sprich der Körperschwerpunkt, mit dem Trochanter Major, der Mitte des AP-Maßes und dem hinteren Drittel der vorderen Hälfte der Unterstützungsfläche auf einer Linie liegen, können wir von einer optimalen Grundvoraussetzung für die biomechanische Wirksamkeit der Orthese ausgehen. Ich hoffe, dieses Video hat geholfen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und dass es nun ein bisschen einfacher ist für euch, den richtigen Sprunggelenkwinkel zu definieren, den dazu passenden Kniewinkel zu wählen und die Orthese damit mit einem aus funktioneller Sicht sinnvollen statischen Aufbau auszustatten. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.